Wasser ist Leben. Jahrhundertelang die wichtigste Maschine der Menschen. Doch seit der Erfindung der Dampfmaschine im 18. Jahrhundert und des Verbrennungs- und Elektromotors im 19. Jahrhundert wurden die Kräfte der Natur immer seltener gebraucht. Die meisten alten Mühlen haben die Menschen seitdem abgerissen oder stillgelegt, während es vor etwa 140 Jahren noch etwa 70.000 Getreidemühlen in Deutschland gab, sind es heute nur noch 140. Inzwischen gibt es viele größere und schnellere Maschinen, mit denen all die Arbeit erledigt wird, für die die Menschen früher die Mühlen gebraucht haben. Moderne Mühlen können nun jederzeit arbeiten, während Wind- und Wassermühlen auf das Wetter angewiesen sind. Eine von den bis heute intakten Mühlen ist die Hammerschmiede. Die Hammerschmiede steht in Ortenhöfen im Schwarzwald und wurde 1867 von der Familie Springmann gekauft. 1982 wurde sie durch den Schwarzwaldverein renoviert. Die Mühle mit einem Mühlendurchmesser von 3,6 Meter und 30 Radschaufeln wird unterschlächtig angetrieben. Das Mühlenrad ist verbunden mit dem Wendelbaum, der über Transmission und Riemen zum Vorlege führt und somit den Schmiedehammer antreibt. Dabei wird der 50 Kilogramm schwere Schmiedehammer angehoben und auf das glühende Eisen fallen gelassen. Rund 60 Mühlen gibt es in der Ortenau, von denen die wenigsten noch zur Notwendigkeit, sondern eher zu Anschauungszwecken dienen. Im Gegensatz zu früher, als Mühlen die tägliche Versorgung der Bevölkerung sicherten und elektrische Energie erzeugten. Lange Zeit war Wasserbesitz ein Ausdruck von Macht und wurde auch als politisches Druckmittel eingesetzt. Die Wasserkraftnutzung durch Mühlen war der entscheidende technische Fortschritt des Mittelalters, ohne den zum Beispiel auch der mittelalterliche Bauboom gar nicht möglich gewesen wäre. Auch später waren Mühlen die Voraussetzungen für Städte, Dörfer und kleinere Siedlungen. In Deutschland soll es um 1860 60.000 bis 65.000 Mühlen gegeben haben, 9.000 davon in Baden-Württemberg. Als Mitte des 19. Jahrhunderts der Energiebedarf ständig zunahm, war die klassische Mühle zu den neuen amerikanischen Dampfmaschinen nicht konkurrenzfähig. Dazu kam noch, dass Mühlen immer häufiger zur Stromerzeugung genutzt wurden. Der dritte Schritt des Untergangs der privaten Mühlen war, dass der selbsterzeugte Strom an zentrale Netzwerke verkauft wurde. Später erkannte man, dass die Wasserwirtschaft mit Mühlen viel mehr gewesen war als nur eine Energiequelle, sondern auch die Landwirtschaft, die Handwerkstraditionen und Baudenkmäler, den Hochwasserschutz und die Fischzucht beeinflusst.